Was macht Wettbewerb jetzt eigentlich wirklich? Also ich habe ja schon versucht zu erklären, dass Wettbewerb relativ toxisch ist und auf jeden Fall nichts mit Fortschritt zu tun hat. Zumindest nichts mit menschlichem Fortschritt, was wir sozusagen als Kultur alle einsehen würden, dass das was bringt. Sowas wie allgemeine Relativitätstheorie oder Penicillin erfinden oder sowas. Ich sehe es so. Wettbewerb erzeugt immer einen gewissen Druck auf alle Teilnehmer. Und typischerweise ist der Druck so groß, dass die Leute, die sich im Wettbewerb behaupten, bis ans Maximum gehen. Also alles, was machbar und legal ist sozusagen oder alternativ auch einfach nur so gut versteckt werden kann, dass es niemandem auffällt, das wird dann auch gemacht. Und das sind dann am Ende auch immer die, die als Gewinner aus dem Wettbewerb heraustreten. Und Wettbewerb ist deswegen so gut im Sport und in anderen Disziplinen, weil man ja da genau das will. Man hat ein festes und völlig klares Regelwerk und da kann ganz einfach überprüft werden, dass niemand schummelt und dann kann man Bestleistungen im Wettbewerb erwarten. Das ist aber genau nicht der Fall in der echten Welt. In der echten Welt führt das immer und grundsätzlich dazu, dass irgendwo Leid erzeugt wird durch Wettbewerb und jemand anders Profite dadurch hat. Und deswegen sage ich ja, der Kapitalismus und die Märkte sind fundamental fehlerhaft, weil sie einfach, ja, sie setzen sozusagen Incentives, sie setzen Anreize dafür, schlecht zu werden. Am Ende gewinnt der, der seine Strategie am schlauesten auslegt und am meisten Leid erzeugt und dadurch am meisten Profite grimmen kann, auf irgendeine Art und Weise. Diese Lüge von Win-Win, die findet nicht statt. Und ein einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ja, in den Medien ist sozusagen der Influencer, der als erstes einen Skandal ausnutzt, um Reichweite zu generieren, der, der am meisten Profite damit macht. Aber ja, der erste ist. Und allgemein kann man immer beobachten, dass solche Trends, solche Hashtag-Trends oder sowas, wie Schneeballsysteme funktionieren. Der, der ganz oben ist, der macht am meisten und dann gibt es so Trickle-Down-Effekte und die, die nachkommen und sich sozusagen an den Zug noch mit anhängen, die haben immer, immer weniger davon. Und das sieht man auch ständig. Man sieht zum Beispiel ständig, dass Influencer, die bestimmten Bubbles angehören, alle zum gleichen Thema auf einmal aufspringen und so schnell wie möglich ein Video dazu machen müssen. Zum Beispiel, ich habe ja irgendwie jetzt gerade, eins meiner ersten Videos war über KenFM. Und einen Tag später oder so, oder irgendwie in der Zeit auf einmal war ja diese Nummer, dass KenFM seinen YouTube-Account rausnimmt wegen der Strikes und sagt, hier, wir gehen aufs Land oder so. Und da hat man auf einmal 1000 Reaktionen zugesehen und alle versuchen sich sozusagen an dieser großen Reichweite noch ein bisschen was vom Profit abzuschöpfen. Und das sieht man immer, wenn, was weiß ich, ein berühmter Fernsehstar stirbt, dann ist sozusagen der, der als erstes die Schlagzeile hat, der macht am meisten Klicks und Attention damit. Und ja, das ist jetzt vielleicht erstmal nichts Schlechtes, aber daraus folgt eine ganze Menge Schlechtes. Und meiner Meinung nach auch viel unnötige Redundanz und allgemein würde ich sagen, das ist sozusagen auch was, was man beobachten kann, was mit Wettbewerb immer zu tun hat. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt alles machbar bei uns in der echten Welt? Naja, und dann sieht man halt, es ist eine ganze Menge illegales Zeug machbar. Und es ist sogar, selbst wenn es rauskommt hinterher, niemand wirklich verantwortlich oder generell die Verantwortung, die kann immer ein bisschen weggemauschelt werden. Und Klassiker aus der Geschichte wäre jetzt zum Beispiel Edward Bernays. Da gibt es eine relativ gute Arte-Doku, die kann ich nur jedem empfehlen. Edward Bernays hat sozusagen die ganze Sache mit der Propaganda so richtig erfunden. Ja, also Goebbels wäre sozusagen stolz auf ihn gewesen, weil er hat die Leute nach dem Ersten Weltkrieg dazu gebracht, nochmal in den Krieg zu ziehen. Mit Propaganda. Und hinterher haben sich große Kapitalisten gedacht, warte mal, wenn der so erfolgreich ist, die Meinung, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dann könnten wir das doch auch für unsere kapitalistischen Interessen einsetzen. Ja, dann haben sie ihn sozusagen als Consultant, als Berater gekauft und er hat ihnen Medienkampagnen zusammengerückt. Und die bekanntesten sind halt Tabak. Ja, da gab es ja jahrzehntelang, sind noch Leute mit der Idee rumgelaufen, dass ja selbst Ärzte empfehlen, dass Rauchen gar nicht schädlich ist für die Lunge und so. Ein anderer Punkt wäre das Öl. Stichwort Klimawandel. Die alten, ich weiß gar nicht, ob es Shell selber war oder irgend so eine große, also auf jeden Fall die Studien der großen Ölmagnaten selber, die sie vor 50 Jahren gemacht haben.
die haben schon ergeben, dass der Klimawandel ein Problem werden wird und die fossilen Brennstoffe ein Riesenproblem darstellen und das CO2. Das war alles schon bekannt. Und was haben sie dann gemacht? Naja, sie haben mit Edward Bernays Taktik sozusagen gehandelt und schon mal Gegenstimmen vorbereitet. Und natürlich die eigenen Studien irgendwo verschlossen. Da gibt es auch eine extrem gute BDR-Doku. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch online ist oder ob die schon wieder gelöscht wurde. Ich habe sie mir auf jeden Fall gesaugt. Vielleicht werde ich sie mal irgendwo auf einem Spaß-Account re-uploaden. Und das kann man aber auch lesen. Also ich habe auch, ich könnte da auch nochmal auf ein anderes Video verweisen von mir, wo ich die Quellen angebe. Anderes Ding wäre Zucker. Die Zuckerindustrie war lange Zeit sehr stark und jetzt langsam kommen die Leute drauf, dass Zucker super giftig ist. Und ja, im Fakt ist es so, wenn man mehr als 30, 40 Gramm pro Tag zunimmt in einem ganzen Leben, dann wird das systematisch, wird man davon krank. Und klassisches Beispiel wären sozusagen Hochleistungssportler, die aus irgendeinem Grund zum Beispiel eine Diät fahren, wo sie kein Fett zu sich nehmen und dann viele Leitprodukte fressen. Und da wird dann sozusagen immer statt Fett Zucker beigegeben für den Geschmack und für das Süchtigmachen und so weiter. Und die kriegen dann nach 10 Jahren haben die alle eine Fettleber, weil sozusagen der Zucker nicht in diesem Maße verstoffwechselt werden kann vom Körper und dann zu einer Fettleber führt und halt klassischerweise zu Diabetes und so. Ne? Und ja, eine andere Sache, was ist zum Beispiel machbar in unserem System, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu erhaschen? Naja, Geheimoperationen für Marktvorteile. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach ganz normaler Fakt, das kann man nachlesen. Sogar Wikipedia-Einträge dazu, was die CIA alles schon Tolles gemacht hat. Klassiker ist der Putschversuch im Iran, wo sie den Schah von Persien eingesetzt haben, nur damit die großen Ölcompanies da wieder in Ruhe pumpen konnten. Weil der andere sozusagen, den sie weggeputscht haben, ja, der wollte halt die Benefits für sein eigenes Land und sein eigenes Volk. Und das geht natürlich nicht. Da hat die Industrie was dagegen. Und anderes Ding wäre Nicaragua mit den Bananen. Das ist auch bekannt. United Fruits, also heutzutage Chiquita-Banane. Die wurden in Nicaragua rausgeschmissen, wurden ausgezahlt. Denen wurde auch ein relativ fairer Preis gemacht für ihr Land. Und weil der gewählte Präsident ja ein Sozialist war. Und er wollte halt die Benefits und das Land für sein eigenes Volk haben. Und dann, was haben die gemacht? United Fruits hatte einen Kumpel in der Wall Street. Der war ein Wall Street Anwalt und wurde später auch Außenminister von den Vereinigten Staaten. Und der hieß mit Nachnamen Dulles. Und sein Bruder war der Chef von der CIA. Und dann haben die das einfach geklärt. Die sind dahin, haben den weggeputscht. Und dann war da halt 25 Jahre lang Bürgerkrieg und ein Haufen Leute sind gestorben. Alles nur, damit Chiquita Banana da weiter ihre Plantagen haben kann. Und da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag zu, keine Verschwörungstheorie, alles ganz normal. Sollte man mal im Geschichtsunterricht behandeln. Aber wir wissen ja, Schulbildung ist auch Teil des Problems. Und Schule natürlich, ja, wie soll ich sagen? Früher oder später wird da auch Ideologie und ein Filter drauf gepackt. Ne? Das kann man durchaus auch so sagen. Und ich schätze mal, in ein paar Jahren wird man auch darüber so reden, das ist bei Gaddafi zum Beispiel auch so. Ne? Der wollte ja eigentlich nur nicht mehr mit dem Dollar handeln und seine Ölreserven anders traden. Und das fand ihn nicht gut und dann musste er halt weg. Ich meine, so wie mit Saddam auch. Diese ganzen Diktatoren, dass das scheiß Diktatoren sind und was weiß ich, das ist nie das Problem gewesen. Ne? So wird es dann später verkauft. Solange wie alles nice ist und sozusagen der globale Imperialismus da dran mitverdient und Saddam zum Beispiel weiter Stunk macht gegen die politischen Gegner, die man hat und Geopolitik betreibt, ist alles okay. Aber sobald das nicht mehr da ist, muss er halt weg. Ne? Und ja, deswegen ist zum Beispiel auch das allgemeine Argument gegen totale Überwachung das Problem. Ne? Das ist sozusagen die Argumente. Wenn du totale Überwachung hast in einem kapitalistischen System, dann wird das ausgenutzt und dann hast du ein dystopisches überwachungskapitalistisches System. Und das liegt einfach daran, dass es existiert. Deswegen wird es auch benutzt. Und das Tool ist halt so mächtig, dass man damit alles machen kann. Und deswegen muss man sich dagegen, äußern. Man kann nicht einfach sagen, ja, also ich habe kein Problem damit, meine Privatsphäre aufzugeben für Sicherheit. Das ist nicht das Argument. Das ist sozusagen die naive Vorstellung, die dahinter steht. Man muss sich klar machen, dass wenn solche Tools existieren, sie genutzt werden. Und das bekannteste Beispiel ist mittlerweile der NSA-Skandal. Aber 100% macht die CIA was Ähnliches. Und die WikiLeaks Vault 7-Einträge deuten ja ganz deutlich darauf hin. In jeder US-Botschaft ist eine Hackerbase im Keller. Und wir haben die größte Hackerbase in Frankfurt, direkt am Knoten, im Internetknoten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da Massen an Hardware haben und extreme Auswertungen haben. Und wahrscheinlich haben sie bereits
ein Deep Learning gestütztes künstliches Intelligenznetzwerk, was mit diesen Daten, was diese Daten auswertet. Wir werden wahrscheinlich automatisiert überwacht, weil Menschen könnten das natürlich nicht machen. Die Daten sind zu viel. Und man braucht sich da keine Illusion machen. Das passiert nicht, um irgendwelche Terroranschläge zu vorherzusagen. Terroranschläge sind nie, sind nicht, sind kein Problem. Die schaden der Wirtschaft nicht. Die werden nur genutzt, um Wettbewerbsvorteile für große Player zu organisieren. Und deswegen redet man im Allgemeinen ja auch vom Staat-Finanznexus. Die großen Player sind mit dem Staat typischerweise verbandelt. Man braucht sich da keine Sorgen machen, dass wenn ein Politiker sagt, ich will hier was gegen die großen Konzerne, das ist Schwachsinn. Das wird nicht passieren. Und wenn wir schon dabei sind, wir leben natürlich nicht in einer Demokratie. Das kann gemessen werden an bestimmten Aspekten, zum Beispiel, dass die ärmeren Bevölkerungsschichten nicht repräsentiert werden durch Politiker typischerweise. In den USA ist es halt am extremsten. Da ist generell alles extrem, ne? Und das Gerrymandering und so, da braucht man gar nicht von einer Demokratie reden. Aber solche Probleme hast du selbst in Ländern, wo man noch sagen würde, okay, die sind noch basisdemokratisch, ne? Aber gut, dann gibt es ja auch solche Leute wie Rainer Mausfeld oder andere. Letztens vor ein paar Jahren wurde doch auch so ein Buch von, das finde ich noch raus, auch rausgebracht, wo es im Prinzip gesagt wird, ne? Dass sozusagen die Eliteninteressen, oder man muss ja nicht mit Rainer Mausfelds Termen reden, man kann ja auch einfach sagen, die Konzerninteressen sozusagen, eigentlich alles, was von Relevanz ist, steuern und alles andere sind nur kleine Brotkrumen. Und ja, das ist keine Verschwörungstheorie, ne? Das ist im Prinzip, folgt das direkt aus Wettbewerb. Und ich habe, wie gesagt, noch ein anderes Video auf Englisch, wo klar wird, was für einen Schaden der YouTube-Algorithmus anrichtet bei den jüngsten. Also sowas wie vierjährige bis 4 Monate alte Kinder, die schon traumatisiert werden durch so eine Art Horrorvideos. Und das ging mal kurz durch die Presse, also nicht hier, aber international, das hieß Raute Elsa geht. Da wurden sozusagen Filme, die aussehen wie Kinderfilme, so abgewandelt, dass sie eklige Horror-Dinge zeigen oder auch Pornos. Und die Eltern haben das nicht gesehen, weil die natürlich nicht genau gucken, was die Kinder sehen. Und die Kinder machen Autoplay und raffen es nicht und drücken auf die Bilder drauf. Und dann passiert irgendwas. Und ein Jahr später wurde festgestellt, hier sind ein Haufen traumatisierte Kinder. Wo kommt das her? Und dann wurde mal überprüft, was gucken die da eigentlich im Internet? Naja, und mit, ich würde auch vermuten, dass viele YouTube-Accounts, die solche Zielgruppen haben, vollständig automatisiert durch Bots sind. Da steckt kein Mensch dahinter, der sowas macht. Ich gehe davon aus, die Videos, der Content wird mittlerweile schon von künstlicher Intelligenz hergestellt. Einfach weil die Automatisierungsprozesse viel effizienter sind, als würde sich noch ein Mensch überlegen, welches Hashtag jetzt gerade relevant sein und wo könnte man jetzt die meisten Klicks generieren. Ne? Kann man mittlerweile voll automatisieren. Es gibt ja auch vollautomatisierte Nachrichtenagenturen, wo Bots Nachrichten schreiben, Twitter-Nachrichten oder so. Und sowas verursacht dann manchmal auch Flashcrash und so. Aber das führt zu weit. Das sind sozusagen alles Aspekte und die kommen meiner Meinung nach direkt aus dem Wettbewerb. Ja. Ciao. Schaut immer unten in der Videobeschreibung nach, da werde ich meine ganzen Referenzen anbringen und insbesondere Verweise auf meinen englischen Kanal, wo dann sozusagen in Detail die meisten Sachen besprochen sind.